Auch dir natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, für dich war es so schwierig wie für kaum einen anderen hier in der Halle. Unglückliche Aktion, in so einem Finale dann mit Rot raus zu müssen, nur noch zugucken zu können. War die Hölle, oder? Ich habe es gerade vorhin schon zu allen anderen gesagt. Erstmal danke. Das war für mich, glaube ich, die schwersten 54 Minuten meines Lebens. Es war, wenn ich so sehe, dass die ganze Saison läuft für mich echt gut und ich kann der Mannschaft viel helfen durch viele 7 Meter, durch viele Tore und komme nach 6 Minuten raus und kann einfach und stehe am Rand und kann nicht wirklich gar nichts tun, außer anfeuern. Es war das härteste Spiel, glaube ich, wo ich jemals hatte in meinem ganzen Leben, obwohl ich halt nicht auf der Platte stand, aber ja. Deswegen schilder uns mal kurz, was ging in dir davor, diese Situation, wie hast du den 7 Meter wahrgenommen, wusstest du gleich, oh, könnte schwierig werden und ja. Nee, also in meinen Augen war es tatsächlich so, dass ich bewegt habe und er hat es, glaube ich, auch selber gesagt, dass er so zur Seite geht, aber ja, das ist eine Schiedsrichterentscheidung, die musste ich in dem Fall, auch wenn ich direkt im Augenwinkel gesehen habe, die ziehen die rote Karte, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein in dem Finale. Aber was dann in meinem Kopf abging, dann, als ich stand dann hier draußen bei den Fans, habe Vollgas mitgefeuert und ja, ich glaube, ich habe noch nie aus so eine Achterbahn gehabt. Aus Fellbad sind wir gekommen, aus Fellbad, 600 Kilometer. Ja, ich hatte noch nie so eine Achterbahn. Ich glaube, dann treffen wir wieder, kommen wieder ran, dann wieder weg. Und ich sehe in meinem Kopf schon alles zerbrechen und denke mir so, es kann nicht wahr sein. Und dass wir dann am Ende nochmal so rankommen und so eine Mannschaftsleistung da nochmal auf den Platz bringen und dann der Tim eine Verantwortung übernimmt, die eigentlich ich die ganze Saison hatte. Und dann aber das mit Bravour Meister, das war, da ziehe ich meinen Hut als 7-Meter-Schütze, ziehe ich da echt meinen Hut. Das war wirklich vom Allerfeinsten und das hat er sich wirklich, wirklich verdient, den Abschluss. Konntest du denn hinsehen bei den letzten Aktionen? Wie hast du das erlebt, dieses Wellenbad der Gefühle? Eigentlich bist du schon weg und dann kommt er wieder so zurück und dann hat Tim alles oder nichts in der Hand. Ja, ich habe tatsächlich hab ich gesehen, es gibt 7 Meter, ich dachte mir, das guckst du dir nicht an, dann sitze ich auf dem Boden mit meinem Bruder, der auch schon die ganze Zeit so wie jetzt er und ich habe mir komplett Kopfzerbrechen gemacht und dann haut Tim das Ding rein und ich bin erstmal so komplett, also alles, wirklich alles abgefallen und es war einfach, also ich kann's, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Jonas, dann sag du auch noch was dazu, diese Mannschaft, die ist einfach nicht tot zu kriegen, oder? Liegt mit 7 Toren hinten, eigentlich habt ihr kaum mehr Zeit. Und dann macht ihr das wunderbar, das geht eigentlich nicht, aber ihr macht immer weiter. Nee, das geht eigentlich wirklich nicht. Aber wir haben uns gesagt, wir geben nie auf. Wir kämpfen bis da oben 60 steht. So lange kämpfen wir und so lange geben wir alles. Und ob es reicht oder nicht, das liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Und wir geben einfach immer alles. Und das hat man auch gemerkt, wir waren mit 7 hinten, mit 8 hinten. Wir geben immer alles. Und wir haben irgendwann gemerkt, okay, scheiße, die haben jetzt die Tore auch erreicht, die wir im Hinspiel hatten. Und dann brauchen wir halt nur -4. Und dann mussten wir halt alles reinlegen, was wir hatten. Und man hat gesehen, der Kampfgeist war da. Und die Saison so zu vollenden, ist einfach geil zu sehen. Ich bin jetzt noch nicht von Anfang an dabei gewesen, aber ich bin so neu ins Team gekommen. Ich wurde super aufgenommen von allen. Von allen Spielern super aufgenommen. Und es ist einfach geil, seinen Teil dazu beizutragen und einfach dafür zu sorgen, dass die Mannschaft, dass alle aufsteigen, die Mannschaft, die Fans, alles drumherum, einfach geil. Und das sieht man ja hier auch. Also alle sind noch da, der Großteil der Fans, die Ultras, alle sind noch da, die mit nach Wilhelmshaven gefahren sind. Super geil, wirklich geil, so aufzusteigen. Und jetzt beide nochmal, was ging in euch vor nach Schlusspfiff, als es dann klar war, dass es reicht, 2. Jahr bei Bundesliga? Für mich ist es ja schon ganz lang so ein Ding, dass ich da wirklich da hinterher bin und dachte mir jetzt, mit der Mannschaft können wir es schaffen nach dem Abstieg letztes Jahr. Und dass das dann jetzt in so einer Situation am Ende so passiert, das war, ich fasse es gerade die ganze Zeit immer noch, ich kann auch gar nicht so richtig feiern, weil ich es einfach noch nicht ganz realisiere. Ich glaube, es kommen jetzt die nächsten Tage, wenn wir jetzt hier auch mal noch weggehen zusammen mit der Mannschaft. Aber das war wirklich, also für mich unbeschreiblich, hatte ich noch nie. Jonas? Ich bin auch noch nie aufgestiegen in die 2. Liga, also ich kenne es nur von der Südbahnliga oder Oberliga aufsteigen, aber was heute abging, ich hatte sowas noch nie, ich kann unbeschreiblich wirklich, bis zur letzten Sekunde wusste man nicht, steigt man auf, bleibt man in der 3. Liga und das ist einfach der Wahnsinn, dass es am Ende doch geklappt hat und das freut mich auch für die anderen, für alle, die
wirklich jeden Tag dastanden, trainiert haben für das Ziel und wirklich alles dafür getan haben. Und es ist einfach geil, da ein Teil davon zu sein. Und was geht jetzt heute noch ab? Und zweite anschließende Frage, zweite Handball-Bundesliga, wie klingt das? Ich fange mit dem ersten an. Heute geht noch einiges. Einiges! Heute geht einiges! Und zweite Handball-Bundesliga ist absolut, absolut geil. Ich bin raus. Ja, zweite Handball-Bundesliga ist besser als dritte Handball-Bundesliga. Das ist ja eindeutig. Das Niveau wird höher, man entwickelt sich auch persönlich weiter. Und das ist halt auch das Gute für das Team. Wir sind ein junges Team. Wir können uns persönlich auch noch weiterentwickeln. Und was heute noch geht, das ist wie beim Spiel. Das ist bis zur letzten Sekunde noch nicht entschieden. Also da kann man machen, was man will. Da wird immer noch irgendwas passieren. Also Aaron, was macht ihr mit uns? Einmal in die Hölle geschickt mit 7 Toren hinten. Eigentlich geht da nichts mehr, ihr habt keine Zeit mehr. Und dann so ein Wunder noch auf die Platte gezaubert. Wie, bitte? Erklär's uns, wie. Also ich kann es nicht erklären. Also einfach, wir haben unser Herz auf die Platte gelassen, alles gegeben, gekämpft und dann war es ein Wunder. Genau. Und was geht in einem davor? Also als ihr so zurückliegt, als dann Tim, besseres Drehbuch gibt's nicht, zum Punkt schreitet, die Verantwortung übernimmt und dann der Ball im Netz zappelt. Also man kann es nicht fassen. Unbeschreiblich. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich kann es immer noch nicht glauben. Genau. AJ, keine Ahnung. Unbeschreiblich, ohne Spaß. Zweite Handball-Bundesliga, wie klingt das? Sehr schön, sehr schön. Ich glaube es noch nicht so ganz, aber vielleicht morgen früh. Heute kein gutes Spiel, aber dann mal wieder diese Mannschaft. Beschreibt mal diese Mannschaft, die nie aufgibt. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Genau, also uns zeichnet aus, dass wir auch bei schlechten Spielen richtig gut zusammenhalten. Wir glauben immer dran. Keiner hat daran jemals gezweifelt und jeder kämpft für jeden. Genau. Ich möchte mich auch nochmal bei den Fans bedanken. Also die haben das auf jeden Fall möglich gemacht. Ohne die wäre das nicht gegangen. Das eine Tor, das kann man vielleicht denen geben. Ich konnte nicht hingucken, ganz ehrlich. Beim letzten 7 Meter, Wahnsinn. Aber da hat Tim echt nochmal Eier gezeigt und hat, glaube ich, seine geile Karriere nochmal gekrönt. Ja, und ihr liegt hier eigentlich mit 7 Toren aussichtslos zurück, kaum mehr Zeit auf der Uhr, da geht eigentlich nichts mehr. Aber diese Mannschaft immer weiter, immer weiter. Das ist unfassbar, also das kann es eigentlich keinem erzählen. Erstes Spiel gegen Fulling, wo wir auch mit 6 zurückliegen, glaube ich. Und jetzt heute, also das ist wirklich, das ist echt so eine Geschichte, die man erzählen kann. Also das ist nicht mehr mit Worten zu erklären, glaube ich. Wie ist es für dich als Hamburger Jung, bist hierher gekommen für ein Jahr? Verabschiedest du dich mit einem Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga und emotionaler könnte der auch nicht sein? Also, das ist unfassbar geil, hier die Leute zu sehen. Die sind Leute, die laufen aufs Feld und haben Tränen in den Augen. Also, man überlegt sich ja schon vorher, wie das ist, aber das hat heute nochmal alles getoppt. Und ich habe jetzt einfach unfassbar Bock auf die nächsten Tage. Also, das wird richtig geil hier. Und es hat einfach Spaß gemacht.